Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Lonesome Road. Wir müssen uns hier in Ulysses Tempel begeben. Wartung wird Lager. Wir tun 400 B, warum so viel? Aufgabe hinzugefügt, der Kurier. Was müssen wir denn machen? Retten Sie Edie und spüren Sie Ulysses in seinem Tempel auf. Wir retten auf jeden Fall Edie. Hallo? Wie könnte ich denn darauf kommen, ihn nicht zu retten? Alles kann ich gebrauchen davon. Ich glaube, da das hier Hauskampf ist, wird der letzte Teil... Wieso habe ich panzerbrechende Munition? Ich frage mich. Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht. Aha. Associates. Okay. Activities könnte es nämlich auch sein. Weil die Guards hätte es noch gewesen sein können, aber... Sperre aufheben, okay. Was ist denn hier? Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht. Aha, Granatenkiste, Plasmagranaten. Eine Pulsgranate. Powerforce brauche ich nicht. Impulsminen. Ein RCW-Laser nimmt mir zu viel Gewicht dafür weg. Vorkriegsgeld. Gibt immer genau wie operiert das Wasser eigentlich. Wann war? Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich hab's ja. Nicht in die Kampfhandlungen involvierte. Nee, Plasmagranaten will ich daran werfen. Wir müssen das Areal verlassen. Durchsuchung im Gange. Tödliche Gewalt wird ohne Vorwarnung eingesetzt. Da habe ich mich selbst mit mehr gescheitert. Huchala. Hilfsmittel. Oh, jetzt nochmal. Hallo. Eine gute Idee, wirklich nicht. Dann mache ich es halt mit einem Schuss. Kommt der? Hallo? Sag mal. Hallo? Ich könnte ja noch ein bisschen rumschießen, so. Kommen. Wir kommen. Na? Traust dich nicht? Ich habe das Gefühl, das bringt nichts.
Muss man halt wieder alles selber machen. Ach komm Mann, ey, was soll diese verfickte Missgeburtenkacke? Oh, Impulsgranaten. Habe ich noch was? Ich habe ein paar Impulsminen, aber die, wie wir gesehen haben, bringen ja gar nichts. Naja, muss halt das dicke ran. Oh, das war falsch. Nein, nicht nachladen! Schön. So. Puh. Patienten ja weitermachen. M. Fordert Schlüssel. Oh fuck. Service Terminal. Augenbordwartungsberichte. Status inaktiv belegt. Möchten Sie vorgreifen? Zuhören entriegelt. Auch verrückt. Auch die Tür ist entriegelt. Hallo? Hallo? Na dann. Geht das gar nicht? Ja, komm nur! Oh. Ja, voll, mein Freund. Ah, die Dinger leiden immer sehr, die Waffen. Also mit dem Reparaturbot öffnen. Wow! Das ist sinnlos. Das ist total sinnlos, was ich hier tue. Panzerbüchse, Sprengstoff, bisschen opfern. Dann wirst du dich ungehindert, ohne irgendeine Angst zu haben, da reinkommen können. So, und jetzt kann ich wieso nicht die Dinger hier öffnen? Reparatur 2 geöffnet. Idi! Bist du's? Ist auf 60. Über diese. Was ist denn jetzt passiert? Über diese Übertragung muss ich eine Umgehungsfunktion gelegt haben. Das hat sich hergezogen. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Du bist losgedüst, als hättest du endlich dein Zuhause gefunden. Eine Umgehungsfrequenz, das heißt, Ulysses hat sich einfach hierher gerufen. Warum wollte er sowas machen? Herlocken wollte er mich nicht. Ulysses wusste schon, dass ich komme. Was immer er plant, Ulysses braucht dich offensichtlich dort. Komm, ich will ihn nicht enttäuschen.
Richtig. Hier geht's sonst nicht weiter, das ist natürlich gut. Aha. Das war ja nur von kurzer Dauer, zum Glück, dass der ja nicht da war. Was war's denn? Eine Versorgungsstelle. Perfekt. Vorkriegsgeld und meine leeren Akkus. Und meine Raketen. Ja. Habe ich Hilfsmittel? Guck mal, ich habe hier Hilfsmittel. Ha. Und dann kann ich doch noch Reparaturen machen, ne? Ja, für alles. Jo. Machen wir. Ein Notfallkit. Aha, Klammer. Wasser brauche ich. Den Rest nein. Dann sind wir auch komplett geheilt. Das ist auch schon mal perfekt. Wo wir hier in den Aufzug nämlich steigen. Wenn Sie mit diesem Aufzug nach oben fahren, kommen Sie erst wieder zurück, wenn Sie die Aufgabe zu Ende gebracht haben. Haben Sie vorher noch etwas zu erledigen? Dann ist es jetzt der Aufzug. Zeitpunkt. Wir nehmen den Aufzug. Und da hinten ist Oversys. Da hinten. Was ist denn das hier? Das ist ein Schlüssel. Ich glaube, dass ich diese Dinger erst später losschicke. Nein. Selbst diesen Ort überschattet die RNK. Oder bist nur du es, Kurier? Ohne das Gewicht des toten Bären, das dich niederdrückt. Deinem Schatten nach kannst du dich wohl von deiner Maschine nicht trennen. Aber egal. So oder so erwachen die Riesen der Kluft. Die Raketen hier sind auf dem Weg nach Hause. Sie können nicht mehr aufgehalten werden. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum du das machst. Du hast dir deine eigene Frage beantwortet. Und du wirst mit dieser Frage auf den Lippen sterben. Du verstehst es nicht. Du hörst nicht zu. Selbst wenn ich es dir als Geschenk Caesars wie einen Nagel in den Kopf treiben würde. Du hast die Kluft zum Leben erweckt, Kurier. Du hast den Weg beschritten. Hast den Bären, den Bullen und mich hergebracht. Wir sind dir gefolgt. Als ich die Kluft sah, die du erschufst, sah ich meine zweite Chance vor mir. Eine Alternative. Meine Heimat. Nicht mehr der Osten. Dann hast du den Westen ins Spiel gebracht. Hast alles zerstört. Und fast meinen Körper, meinen Geist vernichtet. Du hast etwas Größeres als den Bären und den Bullen ausgelöscht. Selbst als du umkehren konntest, hast du es erneut eingeschleppt. Mit der Maschine. Du hast eine neu auferstandene Nation in den ersten Atemzügen erstickt. Einen Ort, der meine Heimat werden sollte. Dafür zerstöre ich deine Heimat. Es wird dir nie gelingen. Wenn du mich töten wolltest, hättest du das schon vor langer Zeit erledigen sollen. Nein, weil ich mich an Prinzipien halte. Caesar meinte, wir sollen keine Kuriere töten. Und ich habe seine Worte befolgt. Die anderen Kuriere hätten ja auch von der Legion sein können. So wie ich. Du hast doch keine Ideale. Es wäre sinnlos, dich zu töten. Was mir da in der Kluft passiert ist, das war ein Versehen. Was du machst, ist schlicht Wahnsinn. Ah, das ist mal eine Begründung. Ich glaube dir, dass es ein Unfall war. Aus Gleichgültigkeit. Die Kluft, der Chip, diese Maschine. Daraus lassen sich viele Nachrichten ableiten. Ganz egal, ob sie gewollt waren oder nicht. Was ich jetzt tue, ist ein Akt der Überzeugung. Du bist wahnsinnig. Du denkst, ich bin an der Sache mit der Kluft schuld? Dann lass mich bezahlen, nicht die anderen. Du? Schuld? Nein, habe von dir gelernt.
Sowohl was die Waffe angeht, als auch was die Kraft betrifft, die es braucht, um eine Nation zu töten. Du hast mir einen Weg gezeigt, auf dem ich meine Nachricht überbringen kann. Du hast bereits bezahlt. Und jetzt zahlt die Flagge, der du folgst. Das heißt, du willst die Mojave bombardieren? Nicht die Mojave, den Westen. Alle neuen Symbole seit Amerikas Untergang. Die Symbole sind dieselben. Doch die Flagge trägt ein Stamm von Kindern. Du bist in den Westen gereist und nicht geblieben. Du weißt warum. Der Bär wächst unkontrolliert und folgt Symbolen, deren Geschichte er nicht kennt. Da ich weiß, dass du an die kranke Philosophie des Bären glaubst und ihm Kraft gibst, habe ich umso mehr Lust, deine Heimat zu vernichten. Danach wird in der Mojave nur noch eine Flagge übrig bleiben, die dann hoch oben im Wind flattert oder sich selbst vernichtet. Selbst mit den ganzen Raketen hier kannst du den Westen nicht zerstören. Der Bär muss nicht zerstört werden. Kehle durchschneiden reicht. Du hast mir in der Kluft gezeigt, dass man nur den Versorgungsweg, die Straße, abschneiden muss, damit der ganze Organismus stirbt. Die Long 15 wird zum Inferno. Die Nabelschnur der Mojave wird gekappt. Die RNK fällt zurück, verliert den Staudamm und zeigt der Legion die Kehle. Du magst kein Vertrauen in die RNK haben. Ich schon. Meine Taten beweisen es. Deine Taten zeugen von Kraft. Wenn du für den zweiköpfigen Bären sprichst, will ich dir zuhören. Selbst wenn ich der Einzige bin, der deine Worte hört. Wenn du denkst, dass es heute noch nicht zu Ende sein soll, dann gib mir einen Grund. Man kann Gemeinden bauen und fördern. Du hast es in der Kluft gesehen und es mir sogar vorgehalten. Die Geschichte ist der Beweis. Unsere Geschichte. Glaubst du etwa, du hättest genug Kraft für die ganze RNK? Der Westen ist nicht die Kluft. Du kannst den Raketenstart nicht aufhalten. Selbst dann nicht, wenn du mich überzeugst. Naja, ich habe das alles erzählt, weil ich wetten könnte, dass du weißt, wie man das Ganze aufhält. Du greifst also zu faulen Tricks. Du hast gehofft, mich täuschen zu können, damit ich dir sage, dass all das noch aufzuhalten ist. Dein Land wird brennen. Wie geplant. Die letzten Worte des Kuriers sind nicht fürs Volk bestimmt, sondern betteln um Gnade. Die Kluft konnte mich nicht stoppen. Die Mojave konnte mich nicht töten. Deine Chancen sind minimal. Ich vollende die Arbeit der Geschichte. Wenn die Kluft dich nicht töten konnte, schaffen das vielleicht diese Speere der alten Welt. Bringen wir es zu Ende, Kurier. Du und ich. Hier, mit der Flagge der alten Welt als Zeugin. Hat Na wunderbar. Alles ist 1030 TP. Ich habe das Gefühl, ich muss andere Munition dafür am besten nehmen. Und ich habe Angst, dass was hat der denn da? Der aussieht wie Sexspielzeug. Panzerbrechend nehmen. Außerdem muss ich einen Medex und einen Psycho nehmen. Und, hallo? Nein, der hat so viel Leben. Oha. Ist der runtergefallen? So. Wenn Sie das wollen,
nicht du. Du. Wie kriegt er denn immer wieder so viel Leben, Mann? Was ist denn das? Oh. Jetzt sehe ich aber gerade gar nichts mehr. Das ist ja fast hoffnungslos, den zu anzugreifen. Setze dir und deiner Geschichte ein Ende. Nein, ich muss mich erst um die anderen kümmern. So bringt das nichts. Ich komme hier aber nicht mehr hoch, kann das sein? Na gut, dass Idi immer noch nur. Du bist weggelaufen, um allein zu sterben. Und er mal mit seiner. Jetzt ist eine Schaumbot hier am nächsten Tag. Was ist das denn? Nee. Deine Tage sind. Hey, ja. Ich werde sterben. Weil das einfach gerade mal zu brutal ist. Ich muss mich dazu nicht äußern, oder? Optional deaktivieren Sie die Augenbots. Hilfe. Ich muss mich erst um den Rest kümmern, dann um dich. Mit dir komme ich noch klar. Irgendwie. Oha, was wirft der denn? Viel zu wenig AP dafür. Ne? Ah, ich brauche noch mehr. Bin ich wieder hier unten? Ja, das ist der Falsche. Was ist das denn? Oh, hallo. Eine thermische Lanze. Eieieiei. Was ist das denn für ein Superkampf, bitteschön, eigentlich? Jetzt werde ich, glaube ich, sterben. Maschinengewehr für Schultermontage. 10 mm unnütz. Was ist das? Ein Augenbot. So. Das Schöne ist, so. Was soll denn das?
So. Oh, fuck. So, was sind meine Aufgaben? Deaktivieren Sie Ulysses Augenbots. Okay. Ich glaube, Standard bringt mir nicht so viel. Was ist denn da hinten? Was ist hier? Elektronenakku. Ah. Nehme ich. Ich will wissen, was da unten dann ist. Vielleicht bringen wir das ja schließlich irgendwas. Nee. So. Aua. Das ist mir dann egal. Das ist mir wert. So, ich habe ein paar Freunde, glaube ich. Ja. Ja, das sind diese Raketendinger, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wichtig. Und nur nicht durch die Lichtschranke, das wäre nicht gut. Was geht denn mit denen? Deine Tage sind gezählt. Ist das so? Also noch lebe ich. Und das ist gerade nicht schlecht. Oh, das ist Ede. Ah, deswegen. Na dann. Wird jetzt spaßig. Jetzt kommt Ulysses nämlich dran. Ich glaube, der wird nicht lange überleben, wenn ich nur den bekämpfen muss. Die schnelleren Modus. Oh, die Lichtschranke ist weg. Wie viele Dinger sind hier denn noch? Ich will die möglichst mal alle. Scheißegal. Ich jag hier mal so die Gegend um die Luft, ne? So, was ist das denn mit euch? Das war Schmerz, würde ich sagen. Ein Tristrahl-Lasergewehr, unwichtig. Plasma-Granaten gehen immer. Kann ich auch von Ulysses draufhetzen. Töte so viele du willst. Jetzt kommt Ulysses dran. Ins Gesicht, Ulysses. Ach ja. Ich glaube nicht. Also eigentlich ein schöner Endkampf, muss man ja mal so sagen. Warum denn ich jetzt wieder? Ich brauche keine Medizin der alten Welt. Mhm. Was war mit der Medizin?
Ulysses. 12 mm Maschinenpistole war das. Alter Ruhm. Noch mehr Brandgranaten, Medex, Panzerbüchsen, Splittergranaten, Ulysses, Maske und Staubbeutel, ja genau. Das war ein Stufenaufstieg. Satter. So. Schleichen auf 100. Energiewaffen mehr. So. Bogenschweißgerät habe ich ja noch sogar. Hier brauche ich nicht. Schön. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Brechen Sie den Raketenstart ab. Die Countdown-Sequenz dieses Terminals wurde bereits eingeleitet. Der Abbruchcode wurde außer Kraft gesetzt. Sie können auch versuchen, das Ziel zu ändern oder den Countdown zu beschleunigen, um die Raketen sofort abzuschießen. Versuchen, den Abschuss zu stoppen. Raketen auf Ehrencounts Caesars Legion umschalten. Raketen auf Caesars Gebiete umleiten. Counterbeschleunigung und die Raketen auf die Ehrencap werfen. Nein, ich will natürlich die Caesars Legion auslöschen. Hiermit werden Ulysses Raketen auf Ziele im Gebiet östlich des Colorado abgeworfen, die von Caesars Legion kontrolliert werden. Das bedeutet, dass Atombomben die dortigen Städte und Stämme niederregnen. Möchten Sie wirklich fortfahren? Ja. Zwar fehlgeschlagen, aber ich will die Caesars Legion natürlich zerstören. Laufen Sie schnell zum Canyon Wrack. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Die Kluft loderte im Feuer, während die letzte Nachricht der beiden Kuriere als Flammenspur einen Bogen durch den Himmel zog. Raketen fielen auf den Osten und das Legionslager in Dry Wells, wo sich die Harzwirbler verbündet und wo Vulpes und Caesar sie verraten hatten. Die Soldaten der Legion starben. Ihre verschmorten Umrisse brannten sich in den Boden. Das letzte Zeichen der letzten Harzwirbler. Es war das Ende des Wegs. Die Straße, die dorthin geführt hatte, und die damit verknüpfte Geschichte waren ausgelöscht. Am Ende der Auseinandersetzung blieb nur noch der Kurier im Herzen der Kluft übrig. Der wahre Kurier. Kurier 6. Der Kurier riss die alte Flagge des Commonwealth von den Seilen und warf sie über die Leiche. Ob aus Respekt oder aus Wut wegen der Leiden, die er erdulden musste, um so weit zu kommen, ist nicht bekannt. Die Geschichte lässt manchmal Raum für Interpretationen. Nur der Kurier selbst könnte uns Gewissheit verschaffen. Der Kurier kehrte seiner Heimat erneut den Rücken und wanderte durch die tückische Kluft wieder zurück. Die Tunnelgräber und Gezeichneten ließen die einsame Figur so passieren, als hätte der Kurier das Recht dazu. Oder als hätten sie Angst. Der Kurier ging weiter, erneut bis zur Grenze der Kluft. Dies war sein letzter Weg von der zweiten Schlacht um den Hoover-Staudamm. Dort lag am Boden ein letztes Paket, das von einem anderen Kurier stammte. Eine Truhe mit einem Geschenk und einer Nachricht.
Den Inhalt solcher Nachrichten kennen nur die Kuriere selbst. Die Lichter leuchteten über der Kluft. Als Erinnerung an die Geschichten der alten Welt, die in der Gegenwart gedeutet werden wollen. Es heißt, der Krieg sei immer gleich. Für den Menschen gilt das nicht. Er kann sich seinen Weg aussuchen. Diese Straße war nun zu Ende. Ihr gnadenloser atomarer Angriff auf Caesar's Legion hat Gebiete östlich des Colorado verwüstet und ist sogar bis zur Grenze der Mojave vorgedrungen. In Cottonwood Cove können Sie jetzt auf dem Fluss nach Dry Wells reisen, ein verwüstetes Lager der Legion. Seien Sie aber auf der Hut, der Bereich ist stark verstrahlt und es treiben sich dort Ghule der Legion herum. Wir haben außerdem das extra Geißel des Ostens freigeschaltet, das Ihnen die Vergabe eines Punktes für ein Special-Attribut und die Auswahl einer neuen Spezialfähigkeit ermöglicht. Zusätzlich verbessert Ihr Ruf bei der RNK, weil Sie Caesar's Legion das Rückgrat gebrochen haben. Gleichzeitig sinkt Ihr einen Sinn bei den Angehörigen der Caesar's Legion. Puh, wir können ein Special-Attribut vergeben. Glück fände ich schon gut. Stärke ist halt fürs Tragen, aber es ist eigentlich nicht so dramatisch wichtig. Wahrnehmung brauchen wir nicht, wir haben ID, Ausdauer. Ich mach Glück, wegen, ne, kritischer Treffer. Und da ist noch das Geschenk. Boah, 100 Raketen! Kurierstaubmantel. Ein Rezept für den Bittertrank, roter Schein. Tiergift heilen, automatische Verwendung, Giftresistenz, aha. Und das ist letzte Nachricht. Letztes Band. Letzte Nachricht. Falls du mich schlägst. Wenn du das hörst, hast du mich mit Worten oder im Kampf besiegt. Diese Nachricht ist nur für dich bestimmt, Kurier. Wenn du die Gründe erfahren willst. Ich habe große Teile dieser Welt gesehen. Du bist der Grund, warum ich nicht weitergezogen bin. Dein Werk brachte mich dazu, innezuhalten. Vor langer Zeit überquerte ich den Colorado. Ich war als erster der Legion am prächtigen Staudamm, der als Wall der alten Welt zwei Ufer verbindet. Dahinter das Symbol eines zweiköpfigen Bären. Eine Idee so groß, dass man damit Caesar selbst herausfordern konnte. Ob Sieg oder Niederlage. Der Damm wäre sein Tod gewesen. Der Bulle braucht die Herausforderung. Sonst sackt er im Staub tot zusammen. Dies könnte eine Lektion für uns beide sein. Darüber kannst du dir aber nach der Nachricht selbst Gedanken machen. Meine Nachricht ist folgende. Die Zerstörung in der Kluft. Oder, wenn du mich nicht aufhalten konntest, anderswo. Das kann jederzeit wieder passieren. Und es wird wieder passieren. Solange der Krieg sich nicht ändert, muss sich der Mensch ändern. Und seine Symbole. Selbst wenn es das Nichts ist, brauchst du ein Ziel, Kurier. So wie ich dir gefolgt bin. Bis ans Ende. Was immer dein Symbol sein mag, trage es auf dem Rücken. Und trage es mit Stolz, wenn du am Hoover-Staudamm stehst. Und ich würde sagen, damit bis zur nächsten Folge. Und tschüss.